Auto hat unsere Epoche geprägt wie keine andere Erfindung. Kein Zweifel, wir leben im Zeitalter des Automobils und die Namen zweier Männer sind untrennbar damit verbunden. Der eine, Karl Benz, Unternehmer in Mannheim, verwirklichte seinen Traum vom Kraftwagen als Einheit von Motor und Fahrwerk. 1886 wurde sein Motorenvelociped patentiert, das erste Automobil der Welt. Der andere, Gottlieb Daimler in Stuttgart, hatte die Vision vom schnell laufenden Motor zum Antrieb aller möglichen Fahrzeuge, sei es zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Daimlers Viertakt-Gasmotor wurde ebenfalls 1886 patentiert. Es ist ein historischer Zufall. Die Pioniere des Kraftwagens haben sich nie kennengelernt. Und doch strebten sie, kaum 130 Kilometer voneinander entfernt, ein und demselben Ziel zu, jeder auf seine Weise. Das Mercedes-Benz-Museum ist großartig und einmalig. Der Lieblingsort ist hier, wo ich stehe, und aus dem Grund, weil hinter mir der Patentmotorwagen steht, die Erfindung meines Urgroßvaters. Das erste Auto, das ich selbst besessen habe, das war ein alter VW, den ich gefahren habe, als ich Lehrerin war in Tauberbischofsheim. Und damit der einmal ordentlich gewaschen wird, da hat mir meine Klasse dann einen Gutschein geschenkt und dann konnte ich den mal ordentlich waschen lassen. Ich fahre normalerweise die Bertha-Benz-Relais und mache das sehr gerne und freue mich immer, wenn das Auto dann so lange fährt und durchhält, wie geplant. Es wird dann auch immer wieder aufgeladen und zu den entsprechenden guten Stellen gefahren, wo man es dann wieder ausladen kann und wieder fahren kann. Und das ist immer ein großes Ereignis, wenn es dann auch richtig gut anläuft.